Wird abgeklappt. Oh, ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Na! Schneller! Boom! Dankeschön. Da vorne ist noch ein Schaf, das will geknuddelt werden. Lass dich knuddeln. Schafe, Schafe. Ja. Schön. Die Musik passt auch so schön zur Nacht vor allem, ne? Da müssen wir wirklich mal schneller von A nach B kommen. So. Dann die dann die dann die dann. So. So. Immer schön weg mit der Erde. Heute bauen wir Erde ab. Morgen bauen wir Erde wahrscheinlich wieder hin. So. Ansonsten kann man ja. Oder ich glaube, es wäre sicherer, wenn wir einfach so einen kleinen Keller da unten reinlegen. Das ist eigentlich, will ich ja schon. Nein, nein, ich baue das zu. Haben wir Koordinaten? Sache. Wir sind noch für. Ich glaube, das ist die Höhe meiner Augen. Kann das sein? Als ob die Koordinaten da so genau sind. Könnt euch das mal. Lol. Okay. Ich weiß nicht, ich vermute fast, das ist die Höhe meiner Augen. Der, wenn ich jetzt halt hier mal das Ganze so nah wie möglich ranhalte. Ja. Muss ich, glaube ich, zwei runterrechnen. Also eins runterrechnen. Das heißt, ich bin mit meinen Füßen wahrscheinlich jetzt auf Höhe 72. Jetzt muss ich eigentlich mit einem Leiter. Oder das ist ja die Fackel. In meinem Leiterturm am besten rausfinden könnten. So. Erst auf die Oberkante stehen, dann auf die Oberkante schauen. Und wenn das dann eine exakte Zahl ergibt. Haben wir rausgefunden, wenn eben so ist, dass das meine Augenhöhe ist, die dann in den Koordinaten angegeben ist. Das ist die Y-Koordinate. Ist eigentlich logisch, dass die Y-Koordinate auch die Höhe ist. Weil, wenn man sich mal so ein Koordinatensystem vorstellt, es, ja, da habt ihr schön im Chor geblökt. Dann ist das ja. Oh Gott, wie mache ich, zeige ich das sonst am besten? Wenn mein Arm könnte es ganz gut sein. Dann haben wir so. Also jetzt im normalen 2D hat man ja Länge und Höhe. X-Achse ist die Länge und Höhe steht senkrecht. Ja, gut, das ist auch so gut. Ist das senkrecht? Ja, ich glaube schon. Und die stehen senkrecht aufeinander. So, wenn man jetzt dann auch die Raumachse dazu nimmt, die ist dann quasi die Achse, die ist hier zum auf meinen Ellerbogen hier, das hier.
Gott. Nee, das ist... Ihr wisst alle, was ich meine. So. Genau. Da haben wir hier... Hier, wo der Finger ist, X. Da ist hier das Y. Und dann ist der Arm... Nee. Der Arm da... Z. Das haben wir hier auch. In der Vermessung ist es anders. Da berücksichtigen die Höhe erst normalerweise gar nicht. Ist noch Laub da? Ja. Also beim Flächenkoordinatensystem ist lustig, weil es übrigens auch die Achse nach oben geht, X. Wegen Nordrichtung. Und weil das so wichtig ist, ist das X. Das klingt erstmal total kompliziert, aber es ist eigentlich überhaupt nicht anders als sonst. Und es ist erschreckend logisch. Dabdi-dum. Jetzt setzen wir erstmal wieder die ganze Erde dahin. Oh. 42. Wir haben den Sinn des Lebens gefunden. Wir hatten gerade den Sinn des Lebens an Dreck im Inventar. Ah, lol, jetzt fällt es mir erst auf, man. Coole Sache. Wir sehen jetzt sogar, wie die Items heißen. Das ist schon schön. So, danach würde ich sagen, probieren wir dann das mit dem Spawnpunkt aus. Ob wir dann direkt wieder sterben. Wenn ja, wäre das blöd. Kann man das Spiel irgendwie gezielt zum Absturz bringen in der Version? Weil ich muss schon sagen, dass das Spiel wirklich erstaunlich flüssig läuft. Bis auf die paar Crashes am Anfang, als wir immer mal wieder das Problem hatten, dass... die Map quasi, der Speicherplatz blöd kalkuliert war. Ach warte, ich habe eine Vermutung. Das heißt, es kann sowieso sein, dass der Speicherplatz einfach nur ein Anzeigefehler ist. Weil das Ganze binär abgespeichert wird und da ist ja so, wenn ganz am Anfang eine 0 ist, ist es positiv und wenn eine 1 da ist, ist es negativ und da ist aktuell eine 1 da. Heißt auf Deutsch, wenn alles auf 1 steht, haben wir dann ist dann die Welt minus 1 groß. Und nicht mehr minus 40. Wenn dem dann so ist, was ich aktuell eigentlich auch nicht wirklich glaube. Das wäre nämlich eine logische Erklärung für das Ganze. Logische Erklärungen sind immer ganz, ganz, ganz doof. So. Also dann heißt es quasi... Kompass. Unseren Spawnpunkt zu bauen und dann schauen, was passiert, wenn wir uns umbringen. Wie bringen wir es dann eigentlich am intelligentesten um? In den Chat kann ich nichts eingeben. Das ist also ein Chat halt. So. Die Musik ist ja schön. Hello. Ah, hier. Hallo. So, hier ist noch Stein. Der muss weg. Ja, ja. Okay. Gut.
Anscheinend reicht ja eine Spitzhacke nicht. Oh je. Oder brauchen wir Spitzhacken? Ach du meine Güte. Sofort zurück und Spitzhacken craften. Heiser. So. Die Frage ist, brauchen wir Spitzhacken? Zwei Stück? Oder machen wir lieber noch eine Schaufel dazu? Ich glaube, eine Schaufel passt gut. Die Blume und die Federn. So. Hier. Oder wir bauen einen Spawnpunkt zu und lassen uns dann einfach überraschen, wenn wir mal sterben. Das wäre bestimmt auch lustig. Ansonsten, wenn man nicht mehr weiß, wo sein Spawnpunkt ist, wenn man den Versehen nicht zubaut. Also was lustig wäre, wäre wahrscheinlich, wenn man ihn in einen Lavasee einbaut. Aber ich werde ihn halt erstmal auch nur mit Erde zubauen tatsächlich. Denn Erde ist noch das, was wir mit der Faust am ehesten wegkriegen. Wenn wir gerade eh Schaden nehmen. Oh, hoppla. Wir müssen nur auf dieser Ebene hier bleiben. Hat aber was, wenn man zu tief ist. Kann man echt die Kohle schön abbauen. Haha. So, gut. Erstmal hier die ganze Erde abbauen. Ja, Erde vor allem. Das ist Stein, Geli. Du bist mir ein guter Minecrafter. Kann der dann nicht mehr Erde von Stein auseinanderhalten. Wo bin ich? So. Und hier auch gleich rein damit. So. Gute Sache. Ah, da sind noch mal Schafe. Wollen wir die gleich mal abernten? Ich würde sagen, ja, wollen wir. Als nächstes werden wir zusammen einen Kompass craften, glaube ich. Warum ist das eigentlich noch kein Achievement? Jetzt, ich meine jetzt generell in der neuen Version. Warum ist ein Kompass craften kein Achievement? So, back to the roots. Alles auf Anfang. Gehe zurück zu deinem alten Spawnpunkt, in dem du dir einen Kompass craftest. Du findest den, keine Ahnung, Nullpunkt der Welt. Nullpunkt der Welt kann man eigentlich sagen, weil der ist aber 0-0. Finde den Nabel der Welt. Ich glaube, das ist gut.